Okay, ich kann jetzt was upgraden. Das geht mir zu schnell, Spiel. Ich kenn dich noch nicht. Lass mich dich kennenlernen. So, und damit ein herzliches Willkommen zu Fable Fortune. Ist lange her. Oder ich habe lange drauf gewartet. Ihr seht das unten in Flaming Food Studios. Das ist mehr oder weniger ein kleiner Haufen der früheren Lionhead Studios, die die Fable-Reihe gemacht hat. Und das ist jetzt das erste offizielle Projekt von ihnen. Ich bin gespannt, wie das Spiel läuft. Es ist noch komplett in Englisch. Es ist auch noch, ja, wie soll ich sagen, es ist halt definitiv noch ein bisschen einfach gehalten, weil es noch im Early Access ist. Dennoch habe ich mir gedacht, warum schauen wir uns denn nicht mal ein bisschen was hier um und gucken mal, was wir so tun können. Also wir sehen hier noch nicht mal großartige Animationen, wenn ich über die Sachen rüberfahre. Ihr seht, es ist halt ein Kartenspiel, es ist Trading Card Game und ich werde einfach mal gucken, wie gut und weit ich komme. Und dementsprechend drücken wir einfach mal auf Play. Vielleicht gibt es ein Tutorial, ich weiß es nicht. Alles klar. Dann holen wir uns das mal eben. So, select an Event. Das, es gibt halt verschiedene Events, wo man auch verschiedene Karten bekommt. Es gibt hier das Graveyard, das wird viele, also allein wenn man das hier sieht, wird das viel an Fable 1 erinnern. Da gibt es das Rosewood, boah, wo kam Rosewood vor? Also, es ist schwer zu erklären. Ich habe halt so fast alle Fable-Spiele gespielt. Das hier müsste, glaube ich, sogar aus dem zweiten Fable-Spiel sein, weil Rosewood mir nicht so viel sagt und Fable 2 habe ich nur einmal durchgespielt. Die anderen Teile habe ich öfter gespielt. Ich würde aber sagen, dass da das hier in 8 Tagen endet, machen wir das Nostro, die Nostro Challenge. Wir können uns hier die Quest anzeigen lassen, wofür wir halt mehr Sachen bekommen. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen schade. Wir schauen auf mal. Wir spielen, glaube ich, mal auf Easy, denn ich spiele nicht so oft diese Trading Card Games, aber da es halt zu dem Fable Franchise dazugehört, muss ich es mir einfach mal gönnen. So, dann gibt es hier verschiedene Packs. Es gibt halt den Alchemisten, also Grabräuber, glaube ich, halt Ritter, Mechant. Mir fällt es gerade nicht ein, dann den Propheten und den Shapeshifter, also so eine Art Zauberer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Dim Knight an. Hier sehen wir halt die verschiedenen Karten. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen und inwiefern, also wie viele Folgen ich bringen werde, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, normalerweise gibt es halt ein Tutorial bei diesen Art von Spielen, um halt in das System reinzukommen, weil, obwohl es sich doch sehr, sehr ähnelt zu anderen Karten des Systems, ist es doch immer ein bisschen anders. Ich habe halt auch Spiele gespielt wie Hearthstone, ich habe Pokémon Trading Card Game Online gezockt, ich habe Yu-Gi-Oh! Natürlich gespielt, ich habe... Also ein bisschen Erfahrung habe ich halt einfach. Das letzte, was ich gespielt habe, war auch Elder Scrolls Legends. Und das war sehr gut gemacht. Vom Aufbau. Ich bin gespannt. Ah, die Musik. Allein wenn ich die Musik höre, da habe ich schon wieder Bock, Fable zu zocken. Ich bin gespannt, wie gut ich mich hier schlagen werde. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal, weil ich absolut keine Ahnung habe, was hier abgeht, werde ich jetzt erstmal total auf den Sack bekommen, aber das ist mir egal. Ich muss sagen, das Spiel hat sehr lange Ladezeiten. Okay, es ist im Early Access und es ist halt gerade erst eine Woche draußen oder so.
Aber ich bin gespannt. Ich mach euch hier, glaube ich, mal kurz einen Cut rein, bis ich dann in einem Spiel drin bin. Also bis gleich. So, wir sind endlich in einem Spiel drin, ne? So. Choose your path. Explore more tombs. Social. Ich glaube, wir nehmen einfach mal das hier. Oder? Ne, nehmen wir das hier. So. Ja, können wir so lassen. Also sind gute niedrige Karten und eine hohe dabei. Ich merke gerade, ich bin dezent überfordert im Spiel. Okay. Ihr seht schon, die Karte wird gelegt und wir haben ja jetzt den Necrolic Enforcer. Der hat halt einen Angriff, zwei Leben. Ist ja die Frage. An element of danger adds to the experience. Hi. Okay. Ich merke gerade, wir spielen hier zu viert. Jetzt bin ich dran. Ich will, glaube ich, einfach mal ihn hier legen. Oder nicht? Ja. Wie gesagt, es ist ein bisschen was anderes. Ich bin's nicht gewohnt. Definitiv nicht. Ich denke, sie werden auch relativ schnell auf ihn hier drauf gehen, auf den Tofu-Trader, weil der halt unseren Helden immer wieder heilen wird. Ich müsste mir halt mal meine Karten ein bisschen anschauen. This will be worth your while, I promise. Ich muss halt sagen, die Karte ist halt sehr, sehr atmosphärisch gemacht. Ah, es wundert mich ein bisschen, dass das er nicht angegriffen wird. So, wir haben jetzt zwei Punkte. Guards. Enrollment. Ich würde sagen. I need fires. So. Mit ihm greifen wir einfach mal. Hier an. Ah, muss er angegriffen werden, okay. Das ist ein bisschen komisch, weil. Also ich bin jetzt in einer Co-op-Session. Und diese Co-op-Session. Ist halt sehr verwirrend, weil ich kann sowohl mit seinen Karten den Gegner angreifen. Wie er auch mit meinen. Ich kann es halt immer nur wieder sagen, es ist halt
ganz anders als jedes Kartenspiel, was ich vorher gespielt habe. Gerade, ich hätte vielleicht jetzt nicht in eine Koop-Session gehen sollen. Ich denke, wir werden auch danach mal ein Einzelmatch machen. Wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen das Tutorial, um herauszufinden, was sind die Stärken, was sind die Schwächen des Spiels. Weil ich verstehe zum Beispiel auch noch nicht, was das ist. Jetzt haben wir hier Haggle at the Gold of Peace to your hand. Okay. Little Glade Fist Fighter. Könnten wir legen, ne? So, der hat zwar einen schwachen Angriff, aber dafür hält er sich lang auf dem Feld. Ich kann eigentlich nichts anderes machen, außer mit ihn wieder anzugreifen. Aber so kommen wir halt nicht weiter. So kommen wir absolut nicht weiter. Das ist gerade ein bisschen... Es ist gerade ein bisschen verwirrend, alles. So, ja, ich kann mit niemandem mehr angreifen. Runde ist beendet. Wie gesagt, ich versuche mich in dieses Spiel reinzudenken. Ist aber nicht ganz so einfach. Und ich finde es zwar cool, dass es einen Koop-Mode gibt, aber andererseits denke ich mir auch irgendwo so, man kann sich überhaupt nicht absprechen. Du kannst zwar die Karten des anderen sehen, aber man kann sich nicht absprechen. Okay. Shine here, please. Okay. Fierce Looter. Setzen wir mal und so. Haben wir den schon mal weg? So. Ja, es ist nicht so einfach. Wird gerade den Beetle opfern. Er nichts mehr hat. Manchmal muss man solche Runden spielen, in denen der Gegner halt einfach so geschwächt ist, dass er erstmal wieder sich ein Feld aufbauen muss. Okay, er kriegt ziemlich viele von diesen Gold-Piece-Teilen. Also ich habe auf jeden Fall schon gecheckt, dass diese Gold-Teile wichtig sind, um Karten zu legen. Das ist halt ein bisschen, ja. Man muss sich ein bisschen umgucken, was man machen kann.
Okay. Ja, okay, ich muss sie halt definitiv da reinziehen. So. Ich möchte ihn eigentlich verstärken. Problem, er hat halt schon wieder 6. So. Wir haben nichts mit Angriff 2. Aber dann ist die Karte wieder weg. Das Problem ist, wir kommen halt kaum dazu, Nostro überhaupt zu schwächen. Ist ein cooles System. Definitiv. Aber dass Nostro mehr oder weniger öfter was machen kann als wir, nervt halt schon hart. Zumal wir haben zwar jetzt jemanden mit Angriff 5 auf dem Feld, aber er hat halt einfach hier Leben 7 und Leben 6, das ist halt einfach ultra hart. Vorher macht unser Kompagnon gerade gar nichts. Wir müssen jetzt jemanden opfern. Ja, das. Genau. Hätte ich auch so gemacht, den Käfer zu opfern, einfach weil er ihn genau abzieht. Und der andere hat halt keinen Angriff. Das heißt, da kann er gut mit dem Banditen reingehen. Also mit dem hier. Ja, oder greift noch so direkt an. An element of danger adds to the experience. Ich weiß ja nicht, ob 6 die Maximalanzahl ist, die wir im Feld stehen haben können. Das ist gerade ein bisschen fragwürdig für mich. So. Okay, ich kann gar keine Karte benutzen. Dann würde ich auch sagen, greife ich ihn einfach frontal an. Mit den Karten, die wir haben. Verstehe ich nicht, wir haben eigentlich nur 6 von 8 Punkten, aber ich kann keine Karte mehr setzen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Dann beende ich die Runde. Kann nichts tun. Mal gucken, was er draus macht. Also das ist jetzt eine Spielphase, in der ich eher sagen würde,
lasst uns denjenigen, der schildet, wegnehmen und dann auf Nostro. Weil, so wie ich das sehe, ist 6 sowieso das Maximum. Da kann man einen opfern, um dann wieder jemanden neuen hinzutun. Weil, was bringt einem total viele Karten auf dem Feld, wenn die Lebenspunkte des Helden, in dem Fall von Nostro, halt sinken? Ja, okay. Jetzt darf Nostro wieder. Was auch immer. Nostro kann doch nicht so dumm sein, oder? Vor allem, ich hätte halt mal unseren Tofu-Händler hier weggemacht. An seiner Stelle. Aber okay, er hat jetzt das hier. So, der ist natürlich sehr, sehr wichtig für mich jetzt gewesen. Ich würde sagen, wir nehmen ihn, um ihn wegzuhauen. Und dann machen wir den Nostro kalt. Und gewinnt das Match. So, Stufe 2. Stufe 3. Ah, okay. Stufe 4 ist nicht drin. Wir bekommen Standard Barrier. Okay, es geht ziemlich schnell weg. Okay, ich kann jetzt was upgraden. Das geht mir zu schnell, Spiel. Ich kenn dich noch nicht. Lass mich dich kennenlernen. Okay. Ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge mal das Training vorher gönnen. Das ist vielleicht eine bessere Idee als der Start jetzt hier ins Let's Play. Da es ein endloses Projekt sein könnte, werde ich natürlich gucken, dass wir hier, weiß nicht, so circa 20 Folgen pro Staffel machen, und ich werde das immer mal so ein bisschen gestaffelt rausbringen, das Projekt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Fable Fortune wieder. Macht's gut, bis dann.